Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von World of Warcraft. Wir sind ja hier im letzten Part stehen geblieben mit den besudelten Wassergeistern, die wir jetzt hier direkt mal machen. Sechs Wassergeister, die besudelt sind. Und da haben wir schon den 1 von 6. Das wird jetzt hier ratzfatz gehen. Ich will endlich Level 20 sein. 2 von 6. Hier, komm. Dich killen wir auch. Du hast keine Chance gegen uns, aber ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, sonst sind wir gleich wieder down. So, hier, komm. 4 von 6. So, komm, kipp um. 4 von 6. Da haben wir dann hier 5 von 6. Und zack, 5 von 6. Und da machen wir jetzt den 6 von 6. Komm, kipp um, mein Freund. Braucht nicht so lange. Und zack, 6 von 6. Wir machen hier direkt weiter. Wütende Blutfeldhetzer, mutierter Greif. Und hier oben die 7 Mythosfänger. Da haben wir die Mythos-Spinnen. Mal sehen, ob wir die auch brauchen. Ja. Brauchen wir 8 Stück von. Hier haben wir die Quest. Und dumm-di-dumm-di-dumm. Zack. 2 von 8. Da holen wir uns jetzt die 3 von 8. Da oben ist auch noch eine Quest zum Abholen, sehe ich gerade. So. Mal sehen, was der für eine Quest noch hat. So. Alles hier. Gut, geht es weiter. Da hinten müssen wir natürlich ein paar Leute befreien. So, 2 von 8. Okay, das waren die anderen. Ah, hier. Ihr seht es. Ein festgebackter. So, wir machen es ganz einfach. Wir holen uns mal schnell ein paar Erfrischungen. Futtern schnell mal ein Plätzchen, damit wir wieder fit sind. Das sollte genügen. Und komm hier, wir werden dich auch killen. Alle Spinnen werden von mir gekillt. Ich mag keine Spinnen. Ja, entkommen, ihr seht es. Zack, 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 zack. Da wieder der Mythosfänger. So, 4 von 8. Zack, zack. Alles mitnehmen, was es nur gibt. So, den ersten Expeditionsforscher haben wir befreien können. Expeditionsforscher. Ja, hier haben wir die Spinnen und. Können wir alles killen? Brauchen wir ja die Kills. Das heißt, wir können da gleich auch die Quest abgeben wieder. So.
Da oben einmal den Forscher befreien, da den Forscher befreien. Und ich glaube, wir müssen hier hoch für die Spinne, für den Boss selber. So. Aber das war nur ein königsblauer Falter, der da eingesperrt war. Ist aber nicht schlimm. Wir haben auch ein Recht zu leben. Ah, ein mutierter Greifer. So. Ich hoffe, dass ich hier noch Zarak getötet kriege. Na komm. Gut, die sind nicht so schlimm. Ah, die sind aber schlimm hier, die Schattenpirscher. So. Wir sammeln hier fleißig die EP. Mal sehen, wo ich Zarak finde. Müsste eigentlich auch hier irgendwo sein. So, Forschung in den Tod ist die 7. Also unten finde ich erst Zarak. Ja, und ein verderbter Stampfer. So, komm, mutierte Blüte. Wir versuchen hier Zarak mal zu finden. So. Zarak muss ja hier irgendwo sein. So, zack, zack, zack. Dankeschön. Ich denke mal, hier den Berg hoch müssen wir für Zarak. So, zack, zack, zack. Und komm, Zarak, zeig dich. Ich denke, hier oben wird Zarak sein. Aber wie sollen wir hier hochkommen? Das ist natürlich die gute Frage. Und den nächsten Down. Kommen wir hier hoch. Sieht ja schon mal gut aus. So, dich mache ich nicht auf, mein Freund. Ja. Sind wir zwar schön weit oben, bringt uns aber auch nicht wirklich viel. So, zack. Unten sind wir. Ah, Mann, Mann, Mann. Zarak, wo versteckst du dich? Vermutlich hier oben irgendwo auf dem Berg wird sie sich verstecken. Die Königin der Spinnen. Ah,
Aber wie komme ich dahin? Ah, eigentlich ganz einfach. Hier hochrennen. Muhaha. Also, wir haben es gefunden. Vermutlich hier einfach hoch den Berg hinauf. Gut, die hat jetzt gerade mal Sarah gekillt. Ist in Ordnung. Wir werden uns hier noch ein paar EP in der Zeit, wie wir auf den Respawn warten, einfach ein paar Kills holen. Dürfte ja nicht allzu lange dauern, bis die wieder spawnt. So. Ja, alles 100 EP. Warum nicht dann einfach mal mitnehmen? Den mutierten Greifer können wir natürlich noch mitnehmen. Brauchen wir ja auch die Kills, glaube ich. Ja, die Kills brauchen wir auch. Ja, die Seher, die können wir auch direkt killen. Verteidiger. So, auch wieder down. Ja, ich befreie hier jetzt alles, was mir unter die Augen kommt. So, zack. Ich warte hier auf den Boss. Und wir warten, bis hier endlich der Boss erscheint. Ach, lieber Boss, wo bist du? Ja, 4 von 8, so kriegt man es auch zusammen. Ja, machen wir einfach mal eine Gruppe. Ist ja nicht so schlimm. So. Komm. Machen wir auch noch auf. Oh, einen Braunbär haben wir da mal drin, ne? Ich warte hier immer noch auf den Boss. Ja, du wusstest es. Ich warte auch und weiß, dass irgendwann hier der Boss erscheint. Ah, Mann, Mann, Mann. Es ist gerade eigentlich nur der Zeitvertreib für mich, den ich hier begehe, bis dann der Boss endlich wieder spawnt. Na gut, hat er schon gemacht. Ich habe kein Ziel.
So, alle wieder offen derzeit. So, ja, wo bleibt Zarak? Zarak müsste eigentlich jetzt mal hier auftauchen. Meiner Meinung nach. So, Zarak, wo bist du? Wo bleibst du? Oh, der hebt hier gerade gar nichts mehr auf. So. Zarak müsste jetzt eigentlich ja langsam aber sicher mal auftauchen. Und da ist Zarak. Und Zarak ist down, damit auch abgeschlossen. Wir können gucken, Gruppe verlassen. Zack. Bin ja extra mit in die Gruppe, was für ihn was einfacher ist. Also wir haben es hier geschafft. Und jetzt dürfen wir hier aus dem Spinnenparadies irgendwie rauskommen. Irgendwie. Und es sieht auch gut aus. Wir gehen jetzt hier zur zwei wütende Blutfelshetzer fertig machen. So. Weiter geht's hier. Mutierter Greifer. Ich glaube, die brauchen wir ja, ne? Mutierte Greifer. So. Eins von zehn. So, jetzt suche ich gerade, wo ist es? Hier. So, zack. Und down. Komm her. So. Damit den auch down. Da hinten haben wir noch mal den mutierten Greifer. 6 von 8. Komm, kipp um, mein Freund. 7 von 8. Sehr nice. So, komm. Hier, du auch noch. Dich lassen wir auch nicht außer Acht. So, was brauchen wir noch von hier? Hier brauchen wir nur das. Und da oben, ja, sie leben vielleicht. Hätte man schon abgeben können. Ja, hätten wir abgeben können, haben wir aber nicht. Das war nicht gut mitgedacht. Müssen wir also gleich nochmal dadurch. Können aber hier gerade die Quest besudelte Wassergeister abgeben. 3800 EP. Gehen wir zurück auf die Spawns. Einen mutierten Greifer brauchen wir noch. Definitiv. Hier sehen wir es. Und dann sechs wütende Blutfelshetzer. Ich glaube, hier die brauchen wir gar nicht. So, gehen wir mal gucken. Hier gibt es angeblich diese Blutfelshetzer. Dupdi-dupdi-dup, kommen wir hier hoch. Ja, hier kommen wir schön hoch. Hier aber schon wieder nicht mehr. Zack, ouch. Dab, 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 dab. Ja, dann suchen wir mal.
Mal sehen, die zwei Blutfeldhetzer gibt es auch hier hinten. Ja, wir werden es schon hinkriegen, um hier alles fertig zu kriegen. Müssen wir ja auch. Vielleicht schaffen wir es ja echt in diesem Part noch Level 20. Wird zwar schwer, aber es ist machbar. So, mutierte Greifer haben wir dann jetzt abgeschlossen. So, mutierte Greifer haben wir abgeschlossen. Jetzt die wütenden Blutfeldhetzer. Und da habe ich den ersten gesichtet. Wird natürlich direkt gekillt, ohne Wenn und Aber. Und zack, 5 von 10. So, komm. Kipp um, mein Freund. Zack. Bist du tot? Da machst du nix. So, da ist der nächste Blutfeldsetzer. So, zack, 7 von 10. Ja, den nächsten direkt. Was willst du, kleiner Mann von mir? Du willst doch nicht etwa einen Haustierkampf. Felshetzer, Junges. Und ein Huhn. Gut. Greif an, mein Freund. Und mit einem Schlag K.O. Und jetzt, das ist doch mal geil. Das Huhn sieht oben aus wie ein Hähnchen. Also, da habe ich gerade keine Worte mehr für. Es sieht aus wie ein Hähnchen. Das darf nicht wahr sein, aber wir haben den Haustierkampf ohne Probleme gewonnen. Aber wie kommt man auf die Idee, ein Huhn aussehen zu lassen wie ein gebratenes Hähnchen? Das ist die ganz gute Frage, wer auf diese Idee gekommen ist. Und was willst du von mir? Ich Upsala. So, jetzt heißt es hier auf. So, komm, Eisstrahl. Wir müssen hier alles geben, um zu überleben. Und zack, wir haben überlebt. Wir haben die nächste Quest fertig und können hier unten auch eine Quest abgeben. Die geben wir jetzt auch direkt hier ab. Uiuiuiuiuiui, was ist denn hier los, bitte? Ich glaube, so rum sind wir schneller, wenn wir jetzt hier so rumlaufen. Dann haben wir hier noch die 1, die 2 und die 3. Du stöhnst wie nix. Irgendwo hier muss es zum Abgeben gehen. So, komm, kipp um. So. Zack, down. Einmal ganz schnell wieder mal einen Keks futtern. Dap, 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 dap. Denn wir sind so gut wie da. Ich denke mal, hier drinnen irgendwo wird es zum Abgeben sein. Ja, da. Ach komm, kipp um, du blöde Pionierin. Hier können wir nämlich abgeben.
Und kriegen auch gleichzeitig eine neue Quest. So. Jeder Tag ist ein Segen. Gut, er ist weg. Wir können hier abhauen, oder was? Die 1. Galeans Amulett. Wird es hier irgendwo geben? Und da haben wir es auch. Sehr geil. Raus hier in Windeseile. Gut. Wir können weitergehen. Wir gehen kurz hier nach oben. Die drei Questen, vier Questen abgeben. Erst hier oben, dann hier nochmal, wo wir befreit haben. Dann teleportieren wir uns ganz fix in die Blutwacht. Um dort einfach alles weitere zu machen. Um abzugeben und. So, gegen dich möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr kämpfen. Aber wir scheinen zu müssen. Also komm, einmal rückwärts laufen, angreifen und downlegen. So, komm, zack, danke für deine mutierte Ranke. So, da oben können wir abgeben. Da geben wir drei Questen ab, lassen die oben noch offen. So, alles im Griff. Haben wir immer. Hopp. So, du da, du schlafendes Etwas. Quest beenden, sehr schön. Wir gehen mit unserem Ruhestein ganz schnell hoch in die Dings hier rein. Ja, Blutwacht. Herzlich willkommen in der Blutwacht. Die Gastwirtin kann uns jetzt erstmal ganz schön viel abkaufen. So, abkaufen, 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 abkaufen. Alles weg damit, was wir nicht brauchen. Zack, zack, zack. Okay, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann nicht weg, das kann weg. Ja, alles, was wir nicht brauchen, kommt weg. So, wir haben hier eine einmal Beine. So, da sind wir natürlich mit der hier viel besser bedient. Ja, kannst du binden. So, zack, 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 zack. Alles weg. So, die verschwinden sowieso, sobald ich ausgelockt bin. Deswegen brauche ich die jetzt nicht irgendwie anders einzusetzen. So und so, zack, sehr gut. Alles weg damit, was wir hier nicht benötigen. Mist, 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 jetzt habe ich Kappes gebaut. Ich bin in die Azurwacht gegangen. Mist, Mist, Mist. Zeit, die wir ja gar nicht haben. So, wo ist der Reiter? Lieber Reiter, wo bist du? Da ist er. Komm, einmal teleportieren. Blinzeln, so, zack. Bitte flieg mich ganz schnell in die Blutwacht. Da, Blutwacht, da müssen wir hinten ganz schnell einmal hinfliegen lassen. Kostet zwar ein paar Kupfer, aber es ist es mir gerade wert. Denn ich will ganz schnell jetzt in der Blutwacht die paar Questen abgeben, die wir da haben. Ja, und er fliegt jetzt erstmal quer durch Exodar. So wie es aussieht. Ach, Mann. Das war jetzt echt mein Fehler. Ich habe da überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Ah, ihr seht, so schnell kann es gehen. Aber es geht doch eigentlich relativ schnell. Wir sind ja jetzt schon hier unten. Ihr seht es, wir sind hier, fliegen jetzt einmal quer hier hoch in die Blutwacht. Geht also relativ zügig, dass wir da sind. Genießt so lange den Ausblick.
Vom Fliegen. Dumm, die dumm, die dumm. Sind wir schon im Trümmerfall? Ihr seht, wir sind fast da. Geht schneller als laufen. Und komm, bitte einmal landen, mein Freund. Genau, zack. Dankeschön. So, einmal gelandet. Fleißig. Ja, oder wie der Ork hier sagen würde, Arbeit, Arbeit. So, zack. Das Tagebuch einmal abgegeben. Damit haben wir auf einen Schlag Stufe 20 erreicht. Sehr geil, sehr gut. Licht ins Dunkel bringen. Ja, komm, hier machen wir einmal das. Zwar Quest beenden, mir egal. So, komm her. Gib mir die nächste Quest, mein Freund. So, wo haben wir die nächste Quest zum Abgeben? Einmal hier irgendwo. Ja, wenn ich das Signal sehe, sage ich dir Bescheid, mein Freund. So, einmal hier abgeben. Wo ist der nächste? Hier, da oben. So, dein Schicksal, das Amulett. Ja, da, bitteschön. Und wir haben hier gut EP durch die Questen zusammenbekommen. Ja, die letzte Probe haben wir natürlich auch im Envi. So, was haben wir hier Schönes? Nichts wirklich Gutes. So, hier hast du deine Sachen. Bitteschön. Ja, dann würde ich sagen, machen wir den Part etwas länger. Wir gehen ganz schnell mal nach Exodar. Komm, porte uns nach Exodar. Gut, wir sind da. Lerne reiten, das wollte ich machen. So, was bist du für eine? Ja, das machen wir im nächsten Part. So, komm, wir müssen einmal hier raus. Und dann kann ich endlich reiten. Deswegen habe ich gesagt, der Part wird was länger, statt 30 Minuten. Vielleicht jetzt ausnahmsweise heute mal in diesem Part 40, 45 Minuten. Wird uns auch nicht wirklich umbringen, wenn der Part mal etwas länger geht. Aber es wird in Zukunft schneller gehen, da wir reiten können. Klar, fliegen erst mit Level 60. Aber ich werde es überleben. Ich hoffe, ihr auch. Und wir müssen hier runter. Nein, wir müssen da hoch. So, komm. Einmal zack. Einmal schnell nach draußen. Dumm, die dumm, die dumm. Mal sehen, ob ich eins von meinen Reittieren hier dann benutzen kann. Ah, und tot. Glück gehabt. So. Jetzt, wo muss ich hin? Wir müssen hier runter. Und dann hier hoch. Oder? Wir müssen hier raus. Jetzt lasst mich bitte nichts Falsches machen. So, es dauert natürlich alles jetzt viel länger, weil ich einfach gerade nicht weiß, wie ich rennen muss. So, jetzt sind wir wieder oben. Ich lasse mir gerade einfach mal die Map offen. Ich weiß, sie stört ein bisschen beim Zugucken, aber es ist gerade einfacher für mich, um zu wissen, wo ich genau hin muss. So, wir sind jetzt da. Nein, da muss ich nicht hin. Da hoch muss ich jetzt. Würde ich behaupten, dann kommen wir hier oben lang und können hier dann so raus.
Ich hoffe, dass es richtig so ist. So. Wir werden sehen. Und komm. Ja, bisher sind wir richtig. Ich würde jetzt behaupten, wir müssen hier einmal rausrennen. So, richtig. Dann hier rechts rum. Ah, schon blöd, wenn man zu blöd ist, einen Weg zu rennen. Gut, Punkte haben wir noch keine neuen zu vergeben. Berufe habe ich auch noch keine erlernt, wird aber auch noch kommen. So, sind wir hier richtig? Wir werden es jetzt sehen. So, wir sind draußen. Und ich glaube, hier könnte das sein. Das Glück sei mit euch. Quest beenden. Und können wir reiten? Hier können wir nichts von nutzen. Aufgenommen, Poros. Gut, jetzt können wir aufsatteln. Wir können reiten. Und mein verzauberter Feendrache und mein goldener Greif ist freigeschaltet. Deswegen nehme ich jetzt hier direkt den goldenen Greifen. Aufsitzen. So. Ja, wir können noch nicht fliegen. Klar, Level 60, aber wir können endlich reiten mit meinem goldenen Greifen. Ich werde mir jetzt hier noch kein Elek kaufen. Finde ich noch Blödsinn, aber wir haben ja hier unseren schönen Greif. Ihr seht es, ich kann auch meinen verzauberten Feendrachen nutzen. Hier einmal den verzauberten Feendrachen. Zwei Reittiere habe ich, um zum Reiten. So soll es sein. Wir sind ab sofort schneller unterwegs. Klar, Level 60, das Ziel, dass wir auch fliegen können. Wenn euch auch dieser Part gefallen hat, auch wenn er was länger ging, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.